Hallo ihr Lieben, so, wer jetzt länger schon auf meinem Kanal ist, die Ladies, die wissen, dass ich also bei der Gesichtspflege ganz besonders ein Fan von Dr. Hauschka und Co. Dalí bin, aber ich habe früher natürlich auch L'Oréal benutzt und immer wieder mal zwischendurch L'Oréal benutzt. In der dekorativen Kosmetik benutze ich auch einiges von L'Oréal und ich habe bei einer Freundin in den Osterferien, danke Hanna, habe ich ein tolles Produkt kennengelernt von L'Oréal. Und zwar diesen Sugar Scrub. Ich habe mir mal das Grüne gekauft, das mit Kiwisame. Das ist für eine trockene, also für eine Mischhaut, trockene bis Mischhaut oder leicht ölige Haut. Also eigentlich für ein klärendes Hautbild. Was ich jetzt eigentlich sagen möchte, ich möchte euch drei Produkte von L'Oréal vorstellen, die ich jetzt getestet habe. Das ist jetzt ein ganz neues Produkt, weil ich, wie gesagt, das ja schon getestet habe, bei der Freundin dann probiert habe. Dann dieses Hydra Genius Aloe Water und dann die Sensation, also da war ich völlig von der Rolle, diese Hydra Active 3. Neu gibt es Tages- und Nachtcreme. L'Oréal ist natürlich auch nicht günstig, jetzt nicht so günstig, aber es ist auf jeden Fall günstiger als Hauschka und Co. Dalí. Und ich dachte mir, naja, vielleicht kann man ja so ein bisschen, man kann ja auch Kosmetikprodukte miteinander mischen. Und ich war wirklich so angetan von diesem Peeling und dachte, also das muss ich euch jetzt mal zeigen. Und habe, wie gesagt, drei Produkte für mich, die jetzt auch für mich auch sehr super zusammenpassen, gerade in der wärmeren Jahreszeit jetzt. Beginnen wir also mit diesem Sugar Scrub. Also von diesem Sugar Scrub gibt es, das ist also ein Peeling auf Zuckerbasis, gibt es drei Stück. Einmal ein Verwöhn-Peeling, das ist mit Kakaobutter. Ein Glow-Peeling, das ist mit Traubenkernöl. Und dieses klärende Peeling ist mit Kiwisamen. Das Herzstück dieser Inhaltsstoffe bildet Zucker, also drei verschiedene Zuckersorten. Sie sagen brauner Zucker, blonder Zucker und weißer Zucker. Beginnen wir jetzt hiermit. Ich zeige das jetzt mal in die Kamera. Das ist natürlich eine wunderschöne Verpackung. Ein Spatel ist wieder mal nicht dabei. Und dann ist hier so ein Verschluss, Plastikverschluss. Und dann haben wir hier so eine gelartige Masse. Und das riecht, also man möchte sich da am liebsten reinsetzen oder einen Löffel rein und das essen. Das ist unfassbar. Es riecht unfassbar frisch und es riecht irgendwie gesund. Natürlich werden da irgendwelche chemischen, logisch, es müssen ja chemische Inhaltsstoffe drin sein. Ganz Natur geht nicht, das geht ja kaputt. Ne? Also dieses Peeling hilft der Haut, dass sich von Mitesser langfristig befreit wird. Also dreimal die Woche wird es empfohlen. Die Poren, dadurch, wenn die Haut von Mitessern befreit ist, ist logisch, verfeinern sich die Poren auf, der Fettglanz wird genommen, die Haut wirkt mattierter und man hat so diesen wahnsinnigen, gerade im Sommer, diesen wahnsinnigen Frische-Kick. So, das ist, also ich habe gedacht, ich flippe aus, als ich dieses Peeling genommen habe, also probiert habe in den Osterferien. Um jetzt das Peeling noch sanfter zu machen, wird empfohlen, logisch, auf die trockene, gereinigte Haut mit warmem Wasser aufzuemulgieren und einzumassieren. Ja? Dann erwärmt sich das, dieser Zucker mit diesem Kiwisamen und dann nehmt ihr das mit viel Wasser wieder ab und danach kommt die Pflege, ist ganz wichtig. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Produkt, das ist dieses Hydra Genius Aloe Water mit Hyaluronsäure. Achso, die beiden Produkte kosten übrigens 9,95 kostet dieses Peeling auch und das kostet 9,99. Gibt es auch für sensible Haut, für Mischhaut, trockene Haut. Hat deine Haut Durst, dann gib ihr einen frischen Kick. Also dieses hat mich auch total überzeugt und der Preis ist ja ehrlich gesagt sehr gut. Ne? Also 9 Euro. Man hat hier eine Riesenflasche, da sind drin 70 Milliliter. Es ist ein wunderschönes Design, da geht es schon mal los. Dieses Türkisblau, diese Glasflasche, dieser tolle Spender. Man kann da wunderbar mit einem Pump-Hub kommt eine geschmeidige, eine seidige, feuchtigkeitsspendende, man merkt das Aloe, eine
nicht fettende, nicht glänzende, sofort einziehende Textur heraus. Also überhaupt nicht zu vergleichen. Und Hyaluronsäure ist super feuchtigkeitsspendend mit diesem Produkt. Ich war ja auch begeistert von Alverde, dieses Hydra Aqua Hydropflege Essenz. Kostet 3,95 Euro. Ist auch nicht schlecht, aber das klebt. Da muss man sich sogar die Hände danach waschen, weil das so klebt. Also bei mir jedenfalls. Nun habe ich schon Berichte gesehen, gehört, dass natürlich einige Damen total begeistert von diesem Hydra Genius, von dieser Aloe Essenz sind und andere wiederum nicht. Die sagen, um Gottes Willen, hat bei mir gar nichts bewirkt oder vertrage ich nicht. Gut, kann alles sein. Das ist nämlich genau der Punkt, genau wie jetzt eine ölige Haut mit Öl zu behandeln. Also ne, jeder reagiert anders und das muss jeder für sich rausfinden. Es kann keiner sagen, das ist das Nonplusultra und genau das müsst ihr machen. Das kann man überhaupt nicht sagen. Es kann immer nur jeder sein, also wir YouTuber zum Beispiel, die eigenen Erfahrungen euch mitteilen. Und dann könnt ihr das probieren, wenn ihr Bock habt und macht vielleicht ganz, ganz andere Erfahrungen. Aber da könnt ihr dann nicht denjenigen, der für verantwortlich macht, sagen, also du hast aber gesagt das, ne? Aber das macht er ja auch nicht. Aber ich denke mir schon, dass jetzt nach diesem Video bestimmt einige Kommentare kommen, wo es dann heißt, nee, ich vertrage das überhaupt nicht. L'Oreal finde ich, das, was weiß ich, keine Ahnung, was manche gegen L'Oreal haben. Ich bin lange weg gewesen von L'Oreal und irgendwie nähere ich mich so allmählich L'Oreal wieder an, weil die eine unglaubliche Vielzahl an Produkten noch haben, gerade also auch für das Gesicht, also was es da alles so gibt für verschiedene Hauttypen, verschiedenes Alter, verschiedene Pflegeserien, das ist unglaublich und die Preise sind eigentlich unschlagbar. Und dann komme ich zum nächsten Produkt, da habe ich gedacht, das kann doch auch nicht wahr sein, ich nehme das jetzt mal mit, weil ich vom Preis her dachte, das gibt es nicht, für 2,95 Euro, das ist die L'Oreal Hydra Active 3, also wie gesagt, gibt das 24 Stunden Feuchtigkeit, gibt das Tag- und Nachtcreme. Ich habe jetzt für eine sensible Haut genommen. Da dachte ich, für 2,95, das kann nichts sein. Also entweder verarschen die mich und die uns oder diese teuren Firmen, die verarschen uns richtig. Weil, ne, und hauen da das Hundertfache drauf und wir haben da eine riesige Spanne. Klar, es hat ja noch den Namen mit, aber L'Oreal ist ja noch nicht gerade eine kleine Marke. Ne? L'Oreal ist ja ein Riese, ein Mega-Kosmetik-Riese. Aber vielleicht können die sich das auch leisten, zu diesen Preisen diese Cremes zu verkaufen. Was war ich total hingerissen. Sehr schön verpackt. Oh, kennen wir ja, so Glas. Ein Spatel ist leider nicht dabei, aber kann man für 3 Euro nicht erwarten. Und da erwartete mich auch eine cremige, musige, also leicht aufzutragende Textur. Riecht fantastisch, frisch. Hier fliegt eine Fliege rum, habt ihr die vielleicht gesehen, die Fliege. Ich habe sie in Verbindung, also in Kombination mit diesem Produkt jetzt benutzt. Das ist sehr leicht, fettet auch nicht. Das ist das Schöne, dass das kein so ein Fettfilm hinterlässt, dass das sofort einzieht. Und ich dachte mir, okay, du nimmst die jetzt mal mit für 2,95 Euro und probierst das aus. Wenn es Mist ist, also schaden kannst du nicht, dann nimmst du die einfach für die Hände oder fürs Dekolleté. Aber ich bin mit dieser Kombi so begeistert, also dieses Peeling zu machen, dann dieses Aloe Water aufzutragen, diese Hyaluronsäure mit Aloe Water und dann diese Feuchtigkeitstagescreme. Weil ich hatte die eigentlich in der Not so ein bisschen mitgenommen, weil mein Hauschka, meine Rosenmilch, ich habe da nichts mehr rausbekommen aus dem Spender, dachte mir, ich brauche jetzt irgendwie eine Creme. Und bevor ich jetzt einen teuren Fehlkauf mache und mir jetzt irgendeine teure Creme kaufe und die Mist ist, bei der, ich brauche jetzt übers Wochenende, brauche ich jetzt was. Und ich war begeistert, Leute. Was soll ich sagen? Und ich möchte euch das mitteilen, dass ich wirklich sehr, sehr angetan bin. Ich würde also immer mit einem Spatel da reingehen, habt ihr mehr davon. Also Hydra Active. Ist auch neu. Ich halte das mal in die Kamera. Ist ein neues Produkt. Und ist für jeden Hauttyp gedacht. Ne? Also für reife Haut, für Mischhaut. Auch Mischhaut, ihr wisst ja, Feuchtigkeit ist super. Für sensible Haut. Das ist speziell sogar für sensible Haut. Also ich bin jedenfalls, ich musste wirklich euch das mal mitteilen. Dass ich, Mensch, das muss ich meinen Mädels mal erzählen.
dass ich jetzt sogar günstige Produkte gefunden habe, die mir richtig gut gefallen und die, glaube ich, auch eine Wirkung haben. Ich meine, gut, was heißt eine Wirkung? Ich habe einfach ein tolles Hautgefühl. Die Haut erneuert sich in 120 Tagen. Ich kann jetzt nicht 3 Monate lang testen und dann zu sagen, so, jetzt. Ne? Man merkt das ja sofort, ob man jetzt ein tolles Gefühl hat, das spannend oder ob das unangenehm Geruch ist. Apropos, ich muss euch was erzählen. Ich habe eine Anfrage bekommen von einer Kosmetikfirma, von einer deutschen Manufaktur, also Kosmetikmanufaktur. Es ist jetzt egal, wie die heißen. Ich möchte dazu nichts weiter sagen. Und die haben mich gebeten, ob ich ihre Creme teste. Die Creme kostete, das war mit Hyaluronsäure, eine Creme, die kostete 49 €, 30 Milliliter. Also ich wurde von denen angeschrieben. Ich habe diese Creme bekommen, habe sie aufgemacht und habe gedacht, das kann ich mir nicht aufs Gesicht, also das geht nicht. Die hat so einen unangenehmen Geruch gehabt. Und wir haben das ja auf der Haut, im Gesicht, man riecht das ja. Und dann war die Konsistenz auch so zäh, so dick und zäh, dass man irgendwie, also das, also ich habe mich wirklich gezwungen, eine Woche diese Creme aufzutragen, morgens und abends. Und habe dann gesagt, nee, ich habe die Antwort gesagt, Leute, ich kann nicht, es tut mir leid, ich kann diese Creme, ich kann sie höchstens verreißen. Also die taucht nicht, aber das möchte ich eigentlich nicht. Das zu dem Thema, was ich jetzt hier vorstelle, ob das glaubwürdig ist. Also ich muss euch, ich meine, ich hätte diese Creme vorstellen können, dann hätte ich so, ich bin jetzt von einer Firma angeschrieben worden, die wollten, dass ich was teste, habe ich aber nicht gemacht. Also wir sind jetzt ganz lieb wieder auseinandergegangen. Die fanden das okay, dass ich mich bei ihnen gemeldet habe und abgesagt habe. Vielleicht findet jemand anders sie ganz toll, aber es geht ja um mich. Also wenn ich gebeten werde, ein Statement abzugeben, dann kann ich ja nur sagen, wie ich das empfinde. Und ich empfand diese Creme als unangenehm. Und jetzt schwärme ich hier so von L'Oreal. Nicht, weil ich dafür bezahlt werde. Leider noch nicht. Oder das ist natürlich schon schön, wenn man als YouTuber auch ein bisschen so ein paar Produkte zugeschickt bekommt. Weil wir kleineren YouTuber, wir kaufen alles noch selber. Ja? Testen das, stecken da sehr viel Arbeit in so ein Video und erzählen euch was darüber. Übrigens hatte ich eine Anfrage von einer Zuschauerin, die weiß jetzt, wen ich meine, wenn sie das Video sieht. Und zwar wollte sie wissen, wo es von L'Oreal diese Cherry Paletten, was weiß ich, gibt. Ich kann es dir nicht sagen, meine Liebe, oder euch nicht, weil es gibt schon ein paar neue L'Oreal-Produkte in den Drogeriemärkten, also diese dekorative Kosmetik, aber du sagtest ja bei Mamaku, hast du das gesehen, ja, die ist natürlich eine große YouTuberin und kriegt das zugeschickt. Und die kriegt natürlich die neuesten Sachen zugeschickt. Die war in Cannes, da wurde das alles vorgestellt. Das ist teilweise noch gar nicht in den Drogeriemärkten, also könnte das auch noch gar nicht kaufen. Ehrlich gesagt muss ich sagen, also ich fand die gut, aber im Vergleich zu dieser, also ich bin hingerissen von der. Und ich glaube, da kommt man so ziemlich, gerade wenn man jetzt auch im Sommer unterwegs ist, ne, also am Strand oder so, kann man das wunderbar als Aftersun, also diese Feuchtigkeit, diese trockene Haut, die trinkt das richtig, dieses Aloe Water mit Hyaluronsäure. Und das Schöne hieran ist auch, dass es, wie gesagt, nicht klebt, sofort einzieht und nicht diesen Fettfilm hinterlässt, was ja von, also finde ich sehr, sehr entscheidend ist. So. Also 3 Produkte vorgestellt von L'Oreal, ein Sugar Scrub Peeling mit Kiwisamen, ich zeige es nochmal in die Kamera, sensationell, I love it. Dann diese L'Oreal Hydra Active für 2,95 €, könnt ihr euch ruhig aufs Gesicht geben. Und wenn ihr sagt, nee, ich habe meine tolle Gesichtscreme, ich mache jetzt keine Experimente, aber ihr Süßen, ihr müsst ja alle euer Dekolleté auch pflegen. Und manchmal denkt man sich, oh Mensch, meine teure Creme ist aufs Dekolleté, die aufs Dekolleté, also das wäre auch eine Alternative. Feuchtigkeit, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit. Und dieses Hydra Genius Aloe Water mit Hyaluronsäure gibt es auch für 3 verschiedene Hauttypen für 9,99 €. Also die Produkte lagen jetzt zwischen 2,95 € und 9,99 €. Ihr Süßen, ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.